der Corbonai Pfeiffer. Lieber Julian, einen schönen guten Morgen. Man sieht schon, der Andrang, es ist geöffnet. Du bist seit den frühen Morgenstunden in Meidling im Sozialmarkt. Was tut sich bei dir? Schönen guten Morgen, Eva. Ja, schönen guten Morgen, Österreich. Hier ist schon ziemlich viel los. Also wir sind seit den frühen Morgenstunden hier, haben schon Gemüse eingeräumt, das hier vom Großgrünmarkt in der Früh angeliefert wurde. Gebäck, das von den Großbäckereien angeliefert wurde. Und ja, seit 8 Uhr sind die Tore hier geöffnet. Und es sind schon zahlreiche Kundinnen und Kunden da. Die Marktleiterin, die Andrea Costea, die habe ich auch bei mir, die ist heute hier an der Kasse. Zusätzlich zum normalen sozusagen Bedarf, den man hier kaufen kann, gibt es heute zum Tag gegen die Armut hier Kipferl. Darf sich jeder nehmen, oder? Ja, natürlich, bitteschön. Ja, genau. Sie sind schon am Zugreifen. Ja, für meine Damen, die kriegen dann jeder ein Frühstückskipferl. Die können da nicht hergehen, die schämen sich. Ja, muss man aber nicht eigentlich. Es ist aber so, ab 95 schämt man sich halt, wenn man nichts mehr in der Tasche hat oder nicht oder wenig in der Tasche hat. Ja. Und die Pension ist nicht so hoch. Und das sind halt alleinstehende Kriegerwitwen. Yeah. Wer Zeit hat, wer herkommen möchte, wer sich traut, kann natürlich auch herkommen und sich ins Kaffeehaus setzen, denn auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier, das Zusammenleben. Also man kann ja auch einen Kaffee trinken, einen Kipferl essen. Und bei mir habe ich jetzt auch den Oliver Löhlein, Sie sind der Bundesgeschäftsführer, Landesgeschäftsführer vom Samariterbund. Warum ist das so ein wichtiger Aspekt, dass man sozusagen nicht alleine ist, dass man hier auch gemeinsam sitzen kann? Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Einsamkeit führt ganz schnell auch zu Depressionen und zu Krankheit. Deswegen legen wir auch ganz großen Wert darauf beim Samariterbund, dass die Sozialmärkte nicht nur ein Ort sind, wo die Menschen einkaufen gehen können, sondern auch ein Ort, wo sie zusammenkommen können. Wir haben eine Kaffee-Ecke, da können die Leute hier sitzen, reden, plaudern und eben auch essen. Und ganz wichtig natürlich auch hier einkaufen. Vielleicht können wir das noch ganz kurz klären. Wer darf denn hier einkaufen? Also ich meine, willkommen sind alle, haben Sie schon gesagt, aber es gibt dann doch gewisse Voraussetzungen, dass man hier einkaufen darf. Ja, also es gibt eine klare Definition, ab 60% des mittleren Einkommens, wenn man da darunter liegt, dann ist man armutsgefährdet. Das heißt beispielsweise eine Einzelperson, die bei, ich runde es jetzt, bei 1400 Euro drunter liegt, die kann bei uns einkaufen gehen und wenn dann ein Paar ist, dann kommt das natürlich mehr und mit einem Kind kann man sagen, rund 400 Euro mehr noch. Ja. Sie kriegen Spenden von großen Supermärkten, von weiß nicht, Restaurants, Catering-Firmen. Man muss sagen, die Lebensmittel sind alle noch gut genießbar natürlich. Und wenn man jetzt als Privatperson sozusagen spenden möchte, kann man das auch natürlich in Form von Geld spenden, aber auch in Form von freiwilliger Arbeit. Also da haben Sie auch ganz viele. Ja, wir haben ganz viele Freiwillige, die uns hier tagtäglich unterstützen. Ohne die wäre das gar nicht möglich, weil eben, wie gesagt, wir auch darauf Wert legen, dass es hier eine Kommunikationsecke gibt. Wir haben auch eine Sozialberaterin, weil wir ganz viele Menschen auch in der Situation beraten, damit sie auch auf Geldansprüche Unterstützungsleistungen bekommen. Vielen Dank. Wie gesagt, all das gibt es hier im Sozialmarkt, in einem der vielen Sozialmärkte hier in Wien. Und ja, wie gesagt, also seit 8 Uhr sind jetzt hier die Türen offen. Vorher war es 9, jetzt musste, weil der Bedarf so groß ist, schon um 8 Uhr aufgesperrt werden. Also ja, der Bedarf wird mehr hier. Julia, ich danke dir für diese